am 23. Juli Salau des errechneten Geburtstermins das erste Kind von Sila Sahin, 32, und ihr Ehemann Samuel Radlinger, 25, das Licht der Welt erblicken. Rund einen Monat vor diesem Meilenstein im Leben des Paares hat es nun das Geschlecht bekannt gegeben. Ein Junge, verriet der österreichische Fußballer der Zeitschrift Bunte, und bestätigte damit die Gerüchte, die seine Herzensdame selbst durch einen kleinen Verplapperer gestreut hatte. Sahin hatte in einem Interview mit RTL Exklusiv im Februar dieses Jahres ausgeplaudert, es wird ein Wikinger, und damit natürlich die richtige Vermutung nahegelegt, es würde sich bei ihrem ersten Kind um ein Söhnchen handeln. Weitere Schlagzeilen schrieb die Schwangere, als sie bei Instagram enthüllte, in einem Flugzeug vorzeitige Wehen bekommen zu haben. Aus diesem Grund musste das Paar umplanen, wie es Bunte verraten hat. Eigentlich wollte Sila in Berlin entbinden, nun wird unser Baby in Bergen zur Welt kommen, der Heimat der Wikinger, wird Radlinger zitiert. Ihre Vorfreude auf den anstehenden Familienzuwachs kennt inzwischen keine Grenzen mehr, wie Sahin verrät, ich möchte den Kleinen jetzt kennenlernen. Die Schwangerschaft wird auch langsam anstrengend. Dabei will ich mich gar nicht über meine Problemchen wie Schlaflosigkeit beschweren. Ein Körnchen Sorge sei aber noch immer vorhanden, nach der Fehlgeburt bin ich so erleichtert, dass bisher alles in Ordnung ist. Mein Glück fassen kann ich aber erst so richtig, wenn der Kleine auf meiner Brust liegt.